das für uns ganz interessant, wie Sie gesehen, wie der bürokratische Wasserkopf beim Staat wies, während man dieselben Tag ein Gesetz hatten über Simplifikation administrativ. Es wäre eine fantastische Simplifikation administrativ gewesen, wenn man das Skript zu summen geschrumpft hätte. Das wäre ja logisch gewesen. Und hat drei Missionen gekriegt, die man geschaffen und von der Weiterbildung vom Lehrpersonal, der ist fortgegangen und den IFAN. Also hätte man es können erwarten, dass das Skript mit klein geht. Nein, das geht auf 6 Divisionen ausgebaut. Der Kontrahe von einer rationalen Approche, von einer staatlichen Organisation, der Kontrahe von einer Simplifikation administrativ. All die Sachen können wir im Detail diskutieren. Nach 5 Minuten kann ich das nicht machen. Aber wenn am Regierungsprogramm steht, das Skript soll mit einer Institution oder Schule sollte mit einer Institution kulturell zusammen schaffen, als das schon schön mit steht, nicht nur wegen dem Sinn. Multikulti oder Integration, das geht nicht gesagt. Wenn es steht, an ihren Ausführungen soll über Digitalisierung geschwärt wird. An als Kollegin von der LSAP sieht, heute ist es ja fein, geht auf 4 verschiedene Sprachen gemacht. Da muss man sich ja aber freuen, als dann danach Lützeburg Integrationsspruch an der Schule. Also gut, dass wir verschiedene Sachen über Digitalisierung machen, oder gehen wir auf den Weg, wie verschiedene Leute, wie den deutschen Pädagog Manfred Spitzer sieht, gehen wir auf der Weg von einer digitalen Demenz, wo keine Konzentrationsphase mehr lehrt, dann immer man eine Lektüre kann machen. Was ist das für eine Digitalisierung? Wie eine Konsequenz wird das? Wir diskutieren nicht, dass das aber von zentraler Wichtigkeit geht. War gut Projekte gemerkt, und gibt gute Projekte, die gemerkt gehen, sie wird an der Drogenprävention, sie wird am Anti-Mobbing, Stop-Mobbing und so weiter. Da fehlt das unter Unterstützung für Enseignanten an den Schulen, wo das gemerkt wird. Auch das ist nicht gut. Das ist ja auch nicht normal, dass man nur an der Struktur, an den neuen Divisions- Abteilung vom Skript gleich 2 Divisionen haben, die sich sollte mit Qualitätssicherung befassen, wenn alle Menschen am Land wissen. Die wissen das, und wir wissen das. Die geht das vielleicht nicht so, aber die wissen das auch, dass die Qualität von den Schulen über die Jahre immer nicht mehr aufgeholt, dass die Leute immer mehr wissen. Und das ist dafür, dass er immer konsequent sieht, wir müssen zurück zu einem Leistungsprinzip, wir müssen zurück zu einem Bildungsprinzip, wir müssen zurück zu einem Wissensprinzip an den Schulen, am Interesse von den Kindern, am Interesse von ihrer Zukunft, und am Interesse von der Zukunft von unserem Land. Das Gesetz setzt den Gewerkschaftsakkord um. Wir machen 20A1 Funktionen mehr oder minder wie 20A2 Funktionen zu ersetzen. Wir schaffen die IDS, die Inspekteur, die Instituteur Spezialisierung und Development Scolaire, die eigentlich eine Aufgabe haben, die akkompagnieren Equipe Pédagogique dans la Mise en œuvre du Plan de Développement de l'Etablissement Scolaire. Dafür brauche ich keine 20 Universitäre, wieso Aufgaben zu machen, weil das Schulpersonal schon drauf schafft, da soll den Inspektor, da soll drauf schaffen, oder den Instituteur spezialisiert, dann den Inspektor, eventuell nach der Gemenge Rot. Das ist ein bürokratischer Wasserkopf für etwas, was wirklich an der Form gar nicht nötig ist. Als Chambre des Fonctionnaires selber hat an ihrem Avis gewarnt für eine Proliferation induite des Postes, riskant à mener à une structure bürokratique démesurée. Der Kontrahe von dem, was den gesunde Staat soll machen, eine schlanke Staat, ein einfacher Staat, und wir kreieren ein Wassercap, die ein Arbeit machen, die an dem Sinn, auf jeden Fall an der Durchform, nicht gebraucht wird. Wir haben einfach riesige Probleme an der Schule, wir haben riesige Probleme an der Primärschule. Das ist nicht dadurch, dass wir künstlich Metaspruch entwickeln, künstlich Strukturen entwickeln, Berufe schaffen, die nicht mehr Sachen sollen begleiten, die nur die Probleme nicht beheben. Das ist der falsche Weg. Wir müssen zurückkommen auf eine Schulpolitik, die wirklich etwas will, dass das als Kanner formieren für die Zukunft. Und leider sind wir in den letzten Jahren immer mehr weiter vorwärts gekommen, da die eher wertiert mehr, wie die Entwicklung umzudrehen.